verspielt, handbemalt, filigran. Klassiker wie das Kurland, Bestseller seit 1790, neu aufgelegt. Seit 7 Jahren ist Jörg Woltmann Inhaber der königlichen Porzellanmanufaktur. 2006 kaufte der Berliner Bankier das Unternehmen und bewahrte es vor dem Aus. Es war nie mein Herzenswunsch, Eigentümer einer Porzellanmanufaktur zu werden, aber es war eine Herzensverpflichtung, dieses Kulturgut für Berlin und für Deutschland zu erhalten. Das Konzept des Unternehmers? Neben der Tradition auch auf Neues setzen und so Aufmerksamkeit erregen. 2011 kam in Zusammenarbeit mit Bugatti L'Or Blanc, zu Deutsch das weiße Gold, heraus. Für die Außenverkleidung und den Innenraum des Sportwagens wurden Porzellanelemente in Berlin maßgefertigt. Ein Unikat und 1,6 Millionen Euro wert. Man kann natürlich das Rad nicht neu erfinden, aber man muss neue Wege gehen, Kooperationen eingehen mit Luxusmarken, wie gesagt hier mit Bugatti, mit Bottega Veneta. Mit der italienischen Luxusmarke arbeitet KPM seit 5 Jahren zusammen. Jetzt zum 250. Jubiläum entstand Goldschmuck mit Biskuit-Porzellan-Medaillons. Und eine Sonderedition der Clutch Not, ein Klassiker des Labels. 1763 erwirbt der Preußenkönig Friedrich der Große das Berliner Unternehmen. Schnell weiß er, sein Porzellan zu vermarkten. 21 solcher Tafelservice mit 500 Einzelteilen bestellt er selbst. Die beste Werbung. Bald wollen auch Adel und gehobenes Bürgertum das weiße Gold. Die Manufaktur arbeitet mit berühmten Künstlern zusammen, ist über alle Epochen hinweg stilprägend. Heute hat das königliche Porzellan Sammler in aller Welt. Vor allem in Russland, China und den Arabischen Emiraten. Es gibt natürlich in der Welt sehr, sehr viel wohlhabende und reiche Leute, die was ganz Extravagantes haben. Die können wir bedienen, aber wir bedienen natürlich auch die Kunden, die für Design wichtig ist, die für Kultur wichtig ist. 22 Klassiker aus 250 Jahren wurden für das Jubiläum neu aufgelegt. Viele Stücke sind bereits ausverkauft. Mehr als 1.900 Euro kostet die Nachbildung der Tabakdose des Preußenkönigs. Jörg Woltmann beim Gang durch die Manufaktur. 180 Mitarbeiter arbeiten hier, einige schon seit Jahrzehnten. Service und Dekorstücke können auf Bestellung gefertigt werden. 1.500 Gussformen lagern im Depot. Alles entsteht in Handarbeit. Manche Stücke bestehen aus bis zu 90 Einzelteilen. Das Ablegen ist hier immer relativ schwer. Wenn man jetzt so rumdreht, dann bricht man schnell mal einen Fuß ab. Und ja, ansonsten hat man darauf zu achten, so die Gesichtspartien, die Hände, die Füße, da arbeitet man die Feinheiten aus. Ähnlich wie in anderen Traditionsunternehmen wird das Porzellan hier von Hand bemalt, ohne Schablone. Die Maler tragen mehrere Schichten auf, die zwischendurch immer wieder gebrannt werden. Das erklärt den Preis mancher Stücke. Diese Vase aus der neuesten Kollektion kostet fast 20.000 Euro. Hier wird ein Flechtmuster aufgetragen, das Markenzeichen von Bottega Veneta. Die Zusammenarbeit mit solchen Luxusfirmen will der KPM-Chef weiter ausbauen. Kaufkräftige Kunden geben heute eher Geld für Schmuck, Mode oder Autos aus, als für teures Porzellan. Das möchte Jörg Woltmann ändern. Wir haben auch Anfragen alleine von Privatleuten, die sagen, sie wollen gerne sowas umgestaltet haben. Und es gibt auch Bugatti-Kunden, die sagen, sie wollen eben ihren bestehenden Wagen umgerüstet haben mit unseren Elementen. Also da wird sicher noch einiges kommen. 250 Jahre nach ihrer Gründung will die Manufaktur bald wieder schwarze Zahlen schreiben. Mit dem Spagat zwischen Tradition und Moderne. Some cry, some fall.